So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es direkt weiter mit RS4 Limo 2.0. Ich behaupte mal, das wird jetzt eins der interessantesten Videos von dem Neuaufbau. Es wird mit Sicherheit nicht ein Video werden, sondern es werden mit Sicherheit mehrere Videos werden, weil wir setzen heute die Seitenteile in diese Karosse rein. So, klingt erstmal einfach, ist es aber nicht, weil ihr erinnert euch, Kombi, Limo. Und dieses Kombi-Seitenteil muss da rein. So, das Ganze habe ich schon mal vor 10 Jahren gemacht. Es war ein bisschen schwierig, sich überhaupt noch daran zu erinnern, wie ich es damals gemacht habe. Wo ich mich am meisten auf jeden Fall darüber freue. Ich muss es diesmal nicht alleine machen, weil ich habe es nämlich damals wirklich komplett alleine gemacht. Jetzt ist natürlich Marius mit am Start, der hilft fleißig. Hat er einen Dummen gefunden, der hilft, genau. Und bei diesem großen Seitenteil weiß ich jetzt schon, also falsch, ich weiß noch damals, wie ich mal mit dem linken Knie was hochgedrückt habe und hier rechts gepunktet habe und so weiter. Ja, das kenne ich auch, Wagenheber drunter und so. So, ja. Und viele werden es auch nicht glauben, unter welchen Bedingungen ich damals die Seitenteile eingeschweißt habe, weil ich weiß nämlich, ich habe es damals nämlich sogar vor meiner Halle draußen gemacht. Ich saß wirklich mehr oder weniger draußen und habe draußen ohne Bühne, ohne alles die Seitenteile reingefriemelt. Weil die Halle an sich ja seit 10 Jahren gleich aussieht. Halle ist eigentlich die gleiche, aber sie war selbst damals schon so voll, dass das Auto draußen stand und ich draußen die Seitenteile eingesetzt habe. Ja, so, deswegen, auch du selber hast ja auch die letzten Tage ein bisschen geguckt. Es gibt im Internet zu diesem Mythos RS4 Limo kaum Dokumentation, Bilder oder ähnliches, ne? Ja, ich dachte, ich kann mich mal inspirieren lassen irgendwie, aber ich glaube, jeder kocht so ein bisschen seine eigene Suppe, jeder hält es für besser oder anders, woanders anzusetzen und so. Ich glaube, wir machen einfach unser eigenes Ding und fertig. So. So, wir haben diesmal einen Nachteil und einen Vorteil. Vorteil habe ich gerade schon gesagt, ich bin nicht alleine. Und wir haben keine Farbe drauf. Nachteil ist, es stimmt, das wird ein Riesenvorteil sein, das weiß ich jetzt schon, weil original ist hier ja alles zugeschmiert mit dieser ganzen, mit dem ganzen Unterbodenschutz, die Dichtmasse, der Kleber, Wachs. Ja, ja. Wachs ist das Schlimmste. Ich weiß noch, wie ich mit dem Heißluftfilm dieses alles heiß gemacht habe, damit dieser ganze Wachs erstmal hier wieder so runterläuft, ja. Weil ich wusste sonst, wenn ich hier schweiße, ist gleich wieder Polen offen. Ne? Ja. So, damals hatte ich zwar ein neues Außenseitenteil, hatte aber kein RS4 Innenradlauf. So, das ist diese Misano rote Karosse, die leider dran glauben musste. Und beim RS4 ist einmal dieses Außenseitenteil breiter. Das sieht man immer hier schön. Das, was dieser Streifen, der hier quasi rauskommt, das ist das Seitenteil breiter. Wenn man das hier filmt, das fehlt hier komplett. Wussten wir übrigens vorher auch nicht. Die Karosse hat auf jeden Fall schon mal einen leichten Streifschaden gehabt. Ja, aber da reicht ein Garagentor für. Genau, so, ne? Das ist Garagentor, das ist für uns wirklich auch komplett egal. So, auf jeden Fall, das ist der RS4 eigentlich breiter. Diese, keine Ahnung, 25 mm. Mhm. Das heißt, dementsprechend muss auf der Innenseite der Innenradlauf auch breiter sein. Um das Gleiche, genau. Genau. Ich denke, man sieht jetzt hier auf dem Video ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Hier sind noch so Reste vom, genau, vom Sparen, da muss er dann nochmal rein. So, das heißt, damals konnte ich nicht, so wie wir das jetzt vorhaben, das so baukastenmäßig ransetzen, sondern musste den Innenradlauf selber bauen. Das heißt, ich habe es hier abgeschnitten, habe in das neue Seitenteil den alten Radlauf reingebördelt, hatte dann diesen Spalt, der hier offen war, und musste über Kopf draußen den Spalt wieder zuschweißen. Ich denke mal, so ist es. So haben es die meisten, glaube ich, gemacht. Und das war wirklich die Hölle. Ja, das glaube ich. Jetzt haben wir vielleicht müssen wir es heute Abend auch wieder so machen. Weil über Kopf hier ein Blech, also jeder, der schon mal geschweißt, geflext und so weiter hat und es dann auch noch vernünftig machen will, das heißt wirklich es durchschweißen und zuschweißen und nicht einfach nur in Blechstreifen reinheften und einfach ein bisschen rüberbratzen, ne? Es war brutal. Es war wirklich, die Arme und der Nacken bestimmt. Und der Hals, weil es ist halt alles immer reingespritzt, reingefallen und so weiter. So, das heißt, wir haben jetzt vor, dieses Seitenteil, mehr oder weniger wie es hier steht, komplett mit Innenradlauf an das Auto zu setzen. Das heißt, wir haben gar nicht vor, das voneinander zu trennen, sondern wollen das wirklich so, wie es ist, einsetzen. Hat in dem Fall einfach den Vorteil, dass wir schon relativ viele Bezugspunkte wie original haben. Ja. So, das heißt, dadurch, dass diese gesamte Kante Limo und Kombi gleich ist, weil, hatte ich ja schon mal gesagt, Bodenblech ist identisch. Limo, Kombi, alles gleich. Das heißt, diese komplette Auflagefläche ist Limo und Kombi identisch. Das heißt, wenn wir es hinkriegen, dass dieses Teil später Lego-mäßig daran passt,
kann man nicht so viel falsch machen. Kann man, von der Position. Kann man zumindest, was so Türen angeht, den Spalt schon mal nicht viel falsch machen. Ne? Die war aber auch noch auf jeden Fall einbauen. Das Ganze wird natürlich trotzdem ein bisschen tricky, weil ihr seht, hier drin ist natürlich noch eine Versteifung. Wenn wir das Ganze wieder anschweißen wollen, können wir nicht einfach auf Stoß alles durchschweißen. Das wäre Fusch, weil man kommt einfach gar nicht ran, hier und hier gleichzeitig. Das heißt, hier werden wir einen Blechstreifen weglassen, erst innen schweißen und dann die Blechlasche drauf machen. Hat aber eigentlich noch einen anderen Grund. Den sagen wir aber dann am Ende, wenn erstmal blechmäßig hier alles drin ist. Dann gucken wir nicht mehr weiter. So, jetzt zu den schwierigen Bereichen. Also, was machen wir? Theoretisch, ich zeichne mal ein bisschen. Theoretisch, relativ einfach. Wir müssen es hier raus trennen. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein bisschen, dass man das so grob sehen kann. Das heißt, wir machen es hier unten auf. Wir machen es hier oben auf. Hier sind ab Werk überall so Punktschweißungen. Das für alle, die das noch nicht gesehen haben. Das heißt, einfach im Werk kommt eine Zange und punktet das so einfach wieder zusammen. Das heißt, einer von uns beiden wird die schöne Aufgabe haben, die auszubauen. Mit dem Schweißpunktbohrer wirklich jeden einzelnen Punkt hier aufzubauen. So, nun kommt der erste große entscheidende Unterschied. C-Säule, wenn man das so nennen kann, C-Halbsäule, wie auch immer. Dort ist bei der Limo das Seitenteil hier einfach nur draufgesetzt, wie man hier sieht. Das macht es für uns natürlich ein bisschen einfacher später, wenn wir es nochmal raushaben wollen. Aber diesen Bereich müssen wir definitiv von der Limo übernehmen, weil ihr seht hier beim Kombi, ist hier quasi schon eine dickere Säule. Ich vermute mal einfach, weil die C-Säule weiter hinten ist. Die D-Säule ist dann schon, ne? Genau, hier ist es dann eigentlich schon die D-Säule. Ja. Das heißt, diesen Bereich werden wir aus dem Seitenteil nochmal rausnehmen müssen. Und hier kommt später der Limo-Seitenbereich. Ich habe damals das Seitenteil hier angesetzt. Bei meiner alten Limo war das Seitenteil, ich sage jetzt mal so, angesetzt. Jetzt im Nachgang glaube ich aber, ist es für uns, was alleine die Parallelität links und rechts angeht, noch besser, wenn wir diese Kante und diese Kante natürlich vom Kombi übernehmen, weil das ist identisch. Das heißt, wir werden dieses Seitenteil bis hier oben rausnehmen und werden dann hier irgendwo, ich sag mal vorsichtig, so rübergehen, dass der Teil Limo bleibt und hier dieser Bereich vom Kombi angesetzt wird. Genau, der wird ja identisch sein. Genau, damit wir wirklich auch wieder diesen Punkt, diese Kante, alles fest vom Kombi haben, ja, ne? Passend zu den Türen und so weiter. Wobei ich denke, dass diese Variante nicht unbedingt schlecht war. Also der Punkt war ja auch fast perfekt dann gegeben, wo du wieder ansetzen musstest. Theoretisch ja. Ja. Nicht so gut wie jetzt vielleicht, genau, aber hast du jetzt weil, nicht so aus den 5 weil Millimeter du konntest das Seitenteil dann ja theoretisch schon ein bisschen weiter reinkippen zum Beispiel. Das schon. Und ja, solche Sachen. Aber ne? Vor und zurück war eigentlich dann... Du konntest es ein bisschen so verdrehen und solche Sachen, ne? Das schon. So, dann gehen wir auf jeden Fall hier lange die Kante runter. Genau. Da werden wir mit einer Absatzkante arbeiten, da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Ja. Dann hier irgendwie rum, hier rum, hier rum. Also diese Flucht ist Kombi und Limo quasi gleich, ne? So. Ob sie, ja, genau gleich glaube ich nicht, weil du darfst nicht vergessen, der Kombi steht hinten so, ne? Ja, stimmt. So, also das aber hier werden wir schon, keine Probleme kriegen. Nee, nee, das Seitenteil läuft aber so weiter rein. Mhm. So, das heißt, das Kombi-Seitenteil würde ein bisschen mehr so stehen. Dann gehen wir hier runter, weil wir müssen ja das Rücklicht von der Limo lassen. Das ist hier ja komplett anders, wie ihr seht. Ne? Das geht hier viel, viel weiter rum. Hier ist das Rücklicht so, hier ist das Rücklicht so. Diese Ecke gibt es beim Kombi gar nicht. Das ist nämlich an der Heckklappe dran. Das heißt, damit wir wieder einen perfekten Bezugspunkt haben, müssen wir diese Kante hier stehen lassen. Weil das ist nämlich die Kante, die Außenkante von der Karosse. Hier kommt das Rücklicht mit einer Leiste drunter. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass dieser Bereich so bleibt, wie er ist. Das heißt, wir werden irgendwo so hier rumgehen. Dann hier runter und ab hier, seht ihr hier so eine Punktschweißung wieder. Diese gesamte Kante ist Limo und Kombi wieder gleich. Das heißt, ab hier können wir das Seitenteil wieder so komplett ansetzen. Und es ist wieder identisch. In der Theorie. In der Theorie. Das ist der angenehme Teil. Jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil. Das Problem ist, dieser Innenradlauf, den wir gerade besprochen haben, muss auch raus. Da kommen wir natürlich ultra schlecht dran, weil das Ganze hier auch noch verschweißt ist. Das heißt, wir müssen von hier es erstmal ausbohren und müssen diese ganze Kante auch ausbohren, um es dann in einem Stück später rauszunehmen.
Plus es gibt noch ein Blech, was eigentlich nur für die Stabilität vom Fanghaken zuständig ist. Genau, das hier drunter, wo die, genau, die Gewindeplatte drin ist. Das ist auch die, die wir unten schon besprochen hatten, dass die wieder verschweißt werden muss. Das heißt, wir werden uns dann weiter durchkämpfen, hier drin alles aufzumachen. Und wenn dann irgendwann alles gut läuft, können wir relativ ähnlich wie jetzt hier gerade das abnehmen und das ranstecken. Hoffentlich. Und wenn wir es dann das erste Mal ranstecken, werden wir mehr oder weniger gucken, wie gut es passt oder nicht. Boah, Wetten abschließen, wie die stellen. So, man muss dazu sagen, wir haben wirklich schon mittlerweile viele Karosserieboards zusammen gemacht. Ich denke mal, das wird schon nicht allzu lange dauern. Wir werden das nicht umbringen. Und ich habe auch Bock drauf, wird auf jeden Fall cool. Ist halt so der Step, sage ich jetzt mal. Ja. Dafür bin ich bei der Elektrik raus. wir gucken mal, wie wir so durchs Video kommen und los geht's. Oberste Prämisse natürlich das Blech, was erhalten bleibt, natürlich möglichst heile zu lassen. Deswegen arbeiten wir uns Schritt für Schritt jetzt vor. Ich habe leider die Dreckaufgabe bekommen, musste flexen. Wehmeyer konnte nur bohren. Das heißt, wir nehmen jetzt als allererstes nur das Außenseitentank ab. Das geht natürlich am einfachsten, wenn wir die Bördelkante einfach kurz wegflexen, beziehungsweise einfach runterschleifen. Das haben wir gerade gemacht und eigentlich müsste jetzt und der Seitenteil schon runtergehen. Ich glaube, ich habe seit langem nicht mehr so feinfühlig versucht, eine gerade Kante zu flexen, wie eben gerade. Weil wenn wir die jetzt scheiße gemacht hätten, hätten wir es nochmal wieder kürzen müssen, ne? Ja, irgendwann sind wir dann hier oben. Und da wir auch bekanntlich faule Leute sind, versuchen wir schon möglichst wenig Schnitte zu machen. So, ja. Erstmal, das muss ich euch jetzt nochmal zeigen, zieht euch mal bitte rein, wie sauber das Ganze ist. Ne? Wenn man sich überlegt, Alter, das sieht aus wie ich will nicht sagen, werksneu so ungefähr. Ne? Aber annähernd. Ne? Aber es sieht schon heftig aus. Ne? Ja. So, hier vorne sieht man jetzt, was ich meinte. Oder beziehungsweise Marius auch meinte, hier ist nochmal eine Versteifung komplett drin. Nur für das Türscharnier. Die kommt aber mit raus, die setzen wir auch komplett vom Kombi ein. So, wir haben dieses ganze Seitenteil nur rausgenommen, weil wir ja diesen Innenradlauf rausnehmen wollen. Dieser Innenradlauf soll aber möglichst heile da rauskommen. Und da hier überall auch Punktschweißungen sind, natürlich, die hätten wir jetzt auch irgendwie dremeln können, wie auch immer. Da das Teil aber eh Müll ist, haben wir es einfach gemacht, können jetzt deep vernünftig bohren, soweit wir kommen. Dann geht es von innen weiter. Und ja, dann muss der ganze Innenradlauf noch raus. Und dann können wir anfangen mit Stückeln und gucken, wie es reinpasst. Ne? Gucken wir mal. Also jetzt hast du immerhin noch mal wieder so ungefähr, ich würde sagen, 60 Schweißpunkte vor dir. Und diesmal darfst du nämlich über Kopf bohren. Weil hier oben drin sind nämlich auch überall welche an dieser ganzen Kante. Und damit wir die sowohl jetzt rauskriegen, als auch später wieder verschweißt kriegen, muss das leider so gebohrt werden. Ne? So, die hier wäre noch spannend. Sehe ich so schon. Weil das muss bleiben, ne? Das bleibt. Und der Innenradlauf. Da müssen wir Löcher reinbohren, dann von innen Lochschweißung quasi. Sonst kommst du. Genau, stimmt. Wir können es ja jetzt so rumbohren und andersrum schweißen. Ja.
würde sagen, wir haben auf jeden Fall den räudigsten Teil erstmal hinter uns. Ne? Das hoffe ich doch. Aber ging eigentlich ganz gut, ne? Nur würde ich jetzt mal so sagen. Lass mal probieren, das hier so ein bisschen rauszuhöhlen. Der hängt nur noch hier oben. Oh. Ah ja. Okay. So. Das waren, so, würde ich sagen, die Reste des Schaums in der Säule. Genau, das ist der. Zeig mal. Dieser Schaum. Der wird jetzt hier noch rausgekühlt sein. Das müssen wir dann noch spülen. Jetzt zeigen wir mal kurz, was wir gemacht haben. Ihr seht, das ist die Kante vom Innenradhaus hier. Hier sind noch ein paar Versteifungsbleche, die setzen wir jetzt gleich so wieder an. Jetzt geht's weiter, würde ich sagen, alles ein bisschen gerade kloppen. Ja. All die ganzen, ich sag jetzt mal, Grate, die vom Bohren noch überstehen, natürlich einmal alle glatt machen, sowas hier alles ein bisschen instand setzen und dann kümmern wir uns um die Kante. Die Kante ist soweit wieder begradigt alles. Das sieht jetzt hier wieder alles schön aus. Ein bisschen blank geschliffen haben wir es auch schon. Eine Sache will ich euch an der Stelle nochmal zeigen, weil viele von euch hatten ja so ein bisschen Bedenken, wie nach dem Entlacken und so das alles im Schweller aussieht etc. Ich kann nur sagen, Alex, sieht brutal aus, selbst wenn er hier mal so reinguckt, auch in die Tiefe. Ich sehe da weder irgendwelche Reste noch irgendeinen Rost oder irgendwas. Das sieht für mich schon sehr blank aus. Kann man so machen. So, oder um es mal anders auszudrücken, überleg mal, wie viel Arbeit wir uns gespart haben durch diese Lackerei. Ach. Wenn ich überlegt hätte, diese ganze Kante war ja komplett zugeschmiert. Das hätten wir alles da erstmal rauskratzen müssen. Dann siehst du, so hast du jeden Schweißpunkt gesehen. Ja. Sonst hättest du die ganzen Schweißpunkte auch gar nicht so gesehen. Und so, ne? Also das ist schon wirklich von extrem Vorteil. So, nun geht's weiter. Es ist noch nicht ganz vorbereitet. Eine Sache müssen wir noch machen. Ja, wir würden das hier gerne absetzen. A, hast du es beim alten Auto auch so gemacht. B, bringen wir hier dann nochmal ein bisschen Stabilität rein. Wobei das eigentlich schon, denke ich, sich beim Schweißen nicht verziehen wird. Was heißt absetzen? Absetzen heißt, wir haben ein Werkzeug, womit wir jetzt hier quasi eine Stufe pressen nach hinten, wo wir das Seitenteil, das was wir ansetzen, auflegen können, damit wir wieder eine, also wir werden quasi eine Blechstärke in eine Treppe reinmachen, damit wir das Seitenteil hier dann auf Stoß gegensetzen. Das ist perfekt fluchtet, wir haben eine schöne Anlage, einen Anschlag und so weiter. Das heißt, wir haben an der Stelle eigentlich einmal Doppelblech? Kann man so sagen, ja. Und das punkten wir dann alles Stück für Stück, können es schön randrücken und so weiter. Genau. Werden jetzt vielleicht auch einige sagen, ist eine zusätzliche Rostquelle, aber A, wird es ja noch KTL beschichtet, B, werden wir es konservieren. Genau, das heißt, für den Schritt ist es jetzt einfach perfekt, weil das Ding geht, wie gesagt, nochmal einmal ins Bad zum Entrosten vorm KTL beschichten. Das heißt, ich würde es, glaube ich, in dem Moment, ich habe meine alte Karosse, habe ich wirklich Punkt an Punkt komplett durchgeschweißt. Ich glaube, das würde ich hier sogar fast gar nicht machen. Das habe ich damals nur gemacht, weil ich Angst hatte, dass wenn ein Blech auf Blech bleibt, dass da was hinterkommen kann. In dem Fall ist es ja fast sogar besser, wenn wir sowohl mit der Säure als auch mit dem KTL gerade hinterkommen. Ja. Das ist wirklich komplett blank, schön, ja, geil. Ja, ein bisschen Schwitzwasser und so hat man immer, ne? Aber es ist ja, du fährst ja kann durch kein Salz mehr. Wir müssen uns nur noch in dem Fall vorher überlegen, ob wir es verziehen. Ja. Das müssten wir nämlich logischerweise vor dem KTL machen. Aber das gucken wir uns an, wenn wir wissen, wie gut das Ergebnis ist. So, okay, also Kante rein. So, als letzten Step, nachdem jetzt unsere wunderschöne Absatzkante hier drin ist. Absetz oder Absatzkante? Es ist ja theoretisch ein Absatz, aber ich glaube, es ist die Absetzkante, oder? Weiß ja nicht. Weil es wird abgesetzt. Wir werden es lesen in den Kommentaren. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Kante ist hier drin. Hier kann jetzt schön so das Blech drauf. Das heißt, jetzt kommt der Moment, wo wir vielleicht gleich einfach nach Hause fahren. Weil jetzt müssen wir leider das Seitenteil langsam so weit beschneiden, dass es irgendwann da dran passt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, das ist allerdings bei dem Auto auch nicht so schlimm, weil ein Großteil von der Kontur hier erstmal rüberrutscht. Das heißt, man kann es zum Beispiel von innen anzeichnen. Aber natürlich müssen wir die größten Sachen schon erstmal vorab einmal anzeichnen. So, das heißt, wir müssen hier von wegschneiden. Ja, ich würde sagen, wir schneiden lieber erstmal ein bisschen
lieber weiter hier. Wir haben nur das eine Folge. Ganz wichtig ist natürlich auch immer dann in die richtige Richtung zu denken. Genau, ne? Wenn ihr jetzt weiter da, dann ist gleich zu kurz. Dann ist halt gleich Feierabend. So, das heißt. Machen wir ein bisschen mehr. So Angst, dass ich mich da vermisse? Okay. So, hier sind wir von der Höhe her. Achso, ja, wir müssen als allererstes hier noch einfacher diese Ecke ja ausklinken. Genau. Hier seht ihr, das hatten wir schon erklärt. Hatten wir erklärt. Unterschied Limo-Kombi. Das heißt, das Teil, was hier von der Limo in die Ecke kommt, muss ganz am Ende noch eingesetzt werden. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall erstmal, weil hier so wegtrennen. So, das heißt, das muss weg. Hier unten müssen wir einmal messen, dass diese Länge zu dieser Länge passt. Und hier können wir großzügig, auf jeden Fall würde ich sagen, bis knapp unter diese Kante gehen. Ja. Weil die liegt ja eh drüber. Das heißt, wir können auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, Kante bis hier so einmal weg. Fast gerade geworden. Theoretisch so. Und hier gehen wir dann auch wieder runter. Die ganze Kante kann auch weg. Und da schneiden wir auch weg. Und dann können wir es nämlich ranstecken. So, der spannende Moment. Seitenteil ist geflext. Wenn es jetzt zu kurz geflext ist, ist es zu kurz. Wir stecken das jetzt mal ran. Aber das seht ihr im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal.